aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal und ich zeige euch mal was. Entschuldigung. Ich habe hier wieder unheimlich vieles abgedeckt, zugemacht und so weiter. Letztendlich wird es später mal so sein, dass man an solchen Dingern hier scheitert. Da fahren wir jetzt mal eben hin. Machen den weg und dann suchen wir uns eine Fracht raus, mit der wir dann eventuell hier rumfahren können, wie auch immer. Es ist unheimlich mühselig, diese letzten grauen Fitzel hier rauszuorganisieren. Den Frosch, den werde ich jetzt mal eben ersäufen mit einem Schluck Kaffee. Oh, lecker, 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 lecker. 3.21 Uhr in der Früh. Sprit brauchen wir jetzt noch nicht. Da sind schon so einige Strecken, die ich hier frei gemacht habe. Ne, das ist ja alles nicht so einfach. Aber sehr, sehr schöne Gegenden. Nur, wie gesagt, teilweise sind es wirklich nur so Autobahnabschnitte. Und ja, es ist, wir können uns gleich, wenn wir am Zielort sind, das sind hier nur 14 Kilometer von hier, können wir uns dann mal angucken, wie die Karte insgesamt aussieht. Da gibt es noch eine Menge, Menge, Menge zu tun. So. Übrigens habe ich gestern ein Video gesehen, das fand ich sehr interessant. Da ging es um ja, LKW für eine Spedition, weil man zum Beispiel einen Gliederzug nimmt, weil man einen Sattelzug nimmt und so weiter. Es kommt halt immer darauf an. Was ich aber nicht gewusst habe, dass ein Sattelzug mehr Lade, glaube ich, mehr Paletten in dem Sinne laden kann. Klar, alle ist soweit okay. Aber wenn ihr keinen Trailer hinten dran habt, also keinen Auflieger hinten dran habt, dann dürft ihr mit dem Ding sogar am Sonntag fahren. Das ist wohl das, was viele Speditionen sich zunutze machen, dass die sagen, okay, wir haben da und da einen Auflieger stehen und den können wir dann entsprechend, beziehungsweise den Fahrer dahin bekommen zum Laden. Ne? Jetzt hinter uns her oder was wollen die? Oh, müssen wir mal gucken. Da vorne war eine normale Kreuzung oder was ist das? Ich glaube ja. Wichtig ist hier übrigens, wenn man so eine Karte freifährt, dass man auch Dinger wie zum Beispiel Arbeitsamt und so weiter alles mitnimmt. Und wie gesagt, und je mehr SCS an der Karte rumbastelt, desto mehr Flickschusterei gibt das hier und von daher mehr Arbeit. Ich werde auch beim nächsten DLC, wenn das kommt und ich mir das leisten kann, hoffentlich sehen, dass ich dieses DLC komplett abgrase mit allen neuen Strecken, dass wir das weg haben und nicht wieder so einen Flickenteppich bekommen wie jetzt aktuell. Guck, die sind vorbeigefahren. Haha, ich bin denen weggefahren. Sehr schön. Also immer sehr viel. Es dauert Stunden wirklich, um das freizumachen. Das ist eine Menge, Menge Arbeit. So, achso, hier ein Einschulung. Gucken wir mal, wo war eine. Ich denke mal, ich werde immer eine Fracht nehmen. Und was die Strecken angeht, meine, wir haben 3,8 Milliarden auf dem Konto. Da eventuell gar nicht mal so genau darauf achten, ob wir die Zeit einhalten oder nicht, sondern einfach fahren mit dem Zeugs hinten drauf. So, dann sind wir hier. Wir haben auch einen
mal hier gebaut wurde, du. So, hier rum. Jetzt fahre ich mal hinter dem her. Hier rein. Dann müsste hier gleich alles weg sein. Guck mal hier. Das kleine Stück. Wir haben es nämlich immer noch nicht. Welches ist denn das, verdammt? Gut, ich kümmere mich sonst auch nie um. Das ist hier. Junge, Junge. Jetzt hatte ich übrigens wieder gerade Auslauf. Nichts in der Lenk. Woran liegt das? Das ist übrigens nur bei diesem Spiel so, also kann es nicht am Lenkrad liegen. So, pass auf. Entschuldigung, jetzt sind wir das hier soweit fertig. Wir sind hier oben drin gewesen. Ich habe hier wirklich hoffentlich bis da oben hin alles abgedeckt. Da war ich sehr fleißig, würde ich mal so behaupten. Wir haben 89,42% der Karte jetzt offen, wo wir schon gewesen sind. Hier ist jetzt wieder noch so ein Stück dazwischen, nicht? Das wäre jetzt vom Prinzip her das nächste, dass man irgendwie vielleicht eine Fracht bekommt nach Gombra, dass man das hier, dass ich das hier dann anschließend machen kann. Das können wir uns ja mal eben angucken. So, wir sind jetzt in Porto. Genau. Ich glaube, manchmal bin ich ein bisschen dumm, was die Knöpfe drücken angeht. Auftragsangebot. Aufträge. Und zwar, wir sind hier. Ich hätte gerne was nach, habe ich gesagt, nach Coimbra. Coimbra. Was haben wir noch in der Nähe hier? Guarda. Ponte de Sor. Vigo. Achso, das geht da oben hoch. Okay. Plymouth, da wollen wir nicht hin. Wir wollen in die andere Richtung irgendwie. Marseille. Alter, das ist alles nicht das, was wir suchen. Auftragsangebot, schnelle Aufträge. Was haben wir denn? Wo sind wir denn? Hab ich vergessen, wo wir sind. Ne, wir sind doch hier unten, da. Da sind wir. So. Santander war da oben, da waren wir schon. Das war soweit alles fertig. Ja, das ist schon wieder zu weit für den Anfang. Ist auf jeden Fall irgendwo nach unten. Das hier. Das nehmen wir einfach mal an. Mal einen schnellen Auftrag, also nicht mit unserem LKW. Der wird dann immer noch da stehen, wo er steht. Ich kann aber jetzt mal gucken, ob ich eventuell unsere Route so umlegen kann. Genau, dass wir hier möglichst viel freilegen. Hier könnten wir vielleicht mal einen kleinen Abstecher machen. Ja, ich denke, da kriegen wir ein bisschen was weg an Kilometer. So, das machen wir jetzt, das Ganze. 400 Kilometer. Fracht haben wir hinten dran. Frage ist jetzt, ob das hier der richtige Weg ist, um vom Hof runterzukommen. Was ist das überhaupt für eine Gurke? Ein Renault, okay. Will ich mir den von außen angucken? Ah ja, Platz genug. Was hat mich denn hier jetzt so irritiert? Okay. Sind wir irgendwann mal gefahren? Ich hätte fast gesagt, wir fahren das in dieser Folge zu Ende.
halt die Frage. 9-10 Minuten haben wir schon verbaselt. Inwiefern wir das jetzt machen? Wir fahren erstmal los und dann gucken wir mal. Im Zweifel wird die Folge ein bisschen länger. Und wir haben noch relativ früh, es ist 3.43 Uhr. Da wird auf den Straßen so viel noch nicht los sein. Gombra hatten wir, glaube ich, komplett fertig. Da müssen wir jetzt nicht mehr großartig irgendwas beobachten oder beachten. Jetzt Umwege zu fahren. Ja, man muss es sehen. Also ich würde wahrscheinlich, wenn wir jetzt an so eine Sache kommen wie da vorne, das sehe ich jetzt gerade, Folge beenden und das dann entsprechend abfahren. Wobei wir hier die Gegenrichtung auch noch haben. Diese Autobahn ist ja irgendwie gar nicht gemacht worden, gell? Hoch. So ein bisschen das Blöde mit so einem gemieteten LKW. Ja, Coimbra wäre das nächste, was ich halt jetzt dann privat abfahre. Das gibt wieder ein bisschen was zu tun, würde ich sagen. Ach, guck mal, aber hier deckt sich das schon sehr schön doppelt. Das Stück da vorne. Hier ist wieder die Brücke. So geht's dann auch, ne? Kleinen Umweg. Da ist, glaube ich, was neigt der sich, du? Huiuiuiuiuiui. So, der Kreisel hier, ist das ein großer? Hier fahre ich, glaube ich, einmal in der Runde, dann habe ich den weg. Hier ist auch wieder so ein Ding, wo dann so ein Stück fehlt. Das machen wir auch noch eben weg. Wenn dann richtig, fahren wir halt dreimal im Kreis. Das ist nicht viel. Ich glaube, das war es schon. Sehen, ob wir hier rückwärts zurückkommen. Ohne dass wir jemanden hier so. Dann würde ich sagen, haben wir diesen Kreisel hier auch fertig. Und dafür ein bisschen Zeit verpulvert. Wie es hier, hier macht das auch wieder doppelt sehr schön.
guck, da vorne fehlt jetzt wieder ein Stückchen, ne? Aber pass mal auf, das da ist Wegepunkt 1. Wir fahren sofort wieder zurück. So. Da war jetzt gerade keiner. Perfekt. Weil hier kommst du nämlich unter Umständen nicht wieder hin und so brauchst du dir um diesen Kreisel keine Gedanken mehr zu machen. Diese Autobahn hier wieder doppelt abgelattet wird, finde ich gut. Das hat man ja leider mittlerweile auch nicht mehr so oft, ne? Dann gucken wir mal, wie viel Wegstrecke dann letztendlich besetzt wurde. Schön ist natürlich klar, ich weiß nicht, ob die doppelt gezählt werden oder einfach. Normalerweise ist ja immer hin und zurück. Und was ist mit diesen Abkürzung. Ich habe ja, ihr habt gesehen, bei dem letzten Freilegen, da war eine gestrichelte Linie. Das sind ja jetzt diese neuen Strecken, die so nirgendwo eingezeichnet sind. Die man aber quasi, na wie soll man sagen, etwas gesagt zufällig aufdenken kann. So, soweit gut. Wir bleiben hier drauf, okay. Ja, bis hier vorne da das Stückchen. Das wird er dann gleich nicht mehr mit. Hier trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Nicht so wie hier, meine ich, ne? Du fährst, du hast hier gelb gegen Fahrbahn, aber nicht. Ja, gibt es sonst noch was zu erzählen? Ich hätte fast gesagt, wir könnten... Man könnte mal so ein paar Shorts durchgehen und sich eventuell mal die Kommentare bei sowas angucken. Auf der anderen Seite ist es aber auch wieder, ja, wie soll ich sagen. Hier mache ich jetzt mal was Feudales nochmal. Wartet mal. So, einmal anhalten. Wenn wir schon mal hier sind, weil ich befürchte, auf der Autobahn waren wir nämlich schon mal unterwegs. So, perfekt. Kommen wir jetzt nämlich hier rüber. Ja, in diesem Sinne sage ich aber schon mal, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr morgen wieder mit am Start seid, wo wir dann hoffentlich die letzten 350 Kilometer schaffen. Ja, da jetzt hoffentlich alles abgedeckt. Hoppala. Auch den Weg da hinten. Denn so groß ist die Fläche hier nicht. Kriegen wir gleich zu sehen. In diesem Sinne würde ich sagen, vergesst das Däumchen nicht, vergesst das Abo nicht. Es kostet euch nichts. Großteil von euch da draußen guckt immer noch ohne. Ihr könnt den Kanal unterstützen, wenn ihr wollt. Links dazu in der Videobeschreibung. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder und bis dahin erstmal ciao, ciao, macht's gut, bis dahin, tschüss.